Moin Leute, das. Ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video und dieses Video wird tatsächlich eventuell eines der interessanteren Videos. Zumindest war für mich der Run sehr, sehr interessant zu spielen. Wir haben hier Realm of Gotto Extreme Super Battle Rodo No Item Middle. Das ist sozusagen meiner Meinung nach die zweitschwerste Stage No Item zu machen. Die schwierigste wird wahrscheinlich Fusion sein. Mal gucken, ob wir das die Tage noch hinkriegen. Wenn nicht, wir lassen uns Zeit. Wir gehen das langsam an. Wir müssen uns hier nicht beeilen oder sonst was. Hektik ist fehl am Platz. Also, wie sieht mein Team aus? Ich habe Physisch Vegito Blue mitgebracht. Und Physisch Vegito Blue ist einfach ein King. Er ist dafür zuständig, damit ich genügend Schaden mache und die Units schnell rausnehme. Ich habe SDR Uigoku, der genau gar nichts dodgt. Also, ich kann von mir aus einen kompletten Zusammenschnitt machen von allen Toten, die ich bekommen habe von Uigoku. Hier aber wichtig mit seinem Additional, kann ihn aber wieder nicht killen. Schadenstechnisches Uigoku. Ja. Okay, das war's aber dann auch schon. Dann habe ich weiter Invados. Invados ist sehr, sehr wichtig durch ihren Seal und durch ihr Attack Lowering. Ist huge für die ganzen Units, gerade für Vegito Blue. Und ihr seht schon, Vegito Blue legt einfach schon mal los. Zwei SAs, Counter mit 535k Crits dann auch noch. Jetzt kriege ich ein SA ab, Typen ineffektiv. Macht aber nicht viel, 115k können wir locker wegtanken. Weiter habe ich als Second Rotation genommen Whis und Beerus. Die zwei funktionieren auch herrlich miteinander. Whis ist ebenfalls ein Sealer. Hier war ich lucky, dass Vados dodged. Das war PogChamp, sowohl beide Angriffe, dass sie die dodged. Das hat uns sozusagen den Win gesichert. Schlussendlich. Wenn man mal so überlegt, wir hätten da einfach tot sein können. Und zum Schluss habe ich dann noch Kibito Kai. Kibito Kai ist eine der Units, welche relevant waren für den Run, gerade durch seine Attack Lowering, was ziemlich, ziemlich wichtig war. Warum es hin und wieder laggt bei den Runs, weiß nicht, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Halb so wild, ich probiere das trotzdem irgendwie gut über die Bühne zu bringen. Vielleicht hört es später ein bisschen auf zu laggen, was ziemlich gut wäre. Whis muss einfach nur alles dodgen. Sobald Whis drei Attacks gedodged hat, bekommt er nicht allzu viel Schaden. Vor allem, wenn es nicht Typen ineffektiv ist, dann geht der Schaden echt fit. Double Digits und Co. Wir sealen hier einmal alle durch. Wir tech-lowern alle einmal durch. Und dann sind wir good to go. Beerus, 3 Millionen. Beerus ist okay. Ich kann ihn nicht wirklich First Lot stellen. First Lot waren immer bisher die meisten Angriffe. Und wenn nicht der erste Typ, der angreift, seinen Typ Nachteil gegenüber Beerus hat, dann sind wir sowieso... Ja, dann sind wir gearscht schlussendlich, weil Beerus tankt nicht wirklich gut. Ich habe hier den Friend Beerus genommen als Eigenlied SDR Uigoku. Hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe es auch probiert mit Double Beerus, aber zwei Beerus waren zu viel. Viel zu viel. Gut, wir haben den Leggy Swap in die nächste Rotation. Warum auch immer. Physisch Vegito Blue ganz vorne. Sollte uns den Tech Satan hier rausnehmen. Wenn Videl angreift, macht nichts. Sie ist gesealed. Der AGL Devilman ist auch gesealed. Von dem her passt es in dem Bereich. Easy. 2,2 Millionen ist absolut gut. Wir haben sogar noch 10% Crit-Chance von Weskai. Support ist wichtig. Viele unterschätzen das. Wir haben zwar nur ein SA gemacht, reicht aber aus. Kriegen nochmal den Crit-Counter, auch okay. Und Uigoku sollte... Wen greift er denn an? Wen habe ich angegriffen? Ja, sollte Satan dann finishen. Wäre cool gewesen, hätte ich Satan schon mit Vegito Blue gefinisht und die Attack wäre dann auf Videl gegangen. Aber so, ja, passt trotzdem. Ziemlich laggy. Ich glaube, mein Handy war ziemlich heiß. Und die Übertragung hat dann ein bisschen geschwächelt. Weil manchmal habe ich so kleine Sprünge drin, was ein bisschen nervig ist. Aber gut. Zwei Gegner sind noch am Überleben. Hier können wir Beerus First dort stellen. Wir werden nur von Videl vorne angegriffen. Das sollte Beerus doch ziemlich gut hinbekommen. Dann sealen wir einfach Devilman. Und Vados gibt uns nochmal den nötigen Support. Hier müsste der Attack-Set von Beerus ziemlich hoch sein. Durch Vados noch in der Runde. Ja. Und den Attack vor 6 Millionen. Das ist doch dann schon wirklich gut. Wenn wir dann auch mal Beerus First Slots stellen können und eine Attack als erstes abbekommen mit Vados in der Rotation, dann macht Beerus gut, gut, gut Work. Und wir sehen hier Devilman. Ich glaube sogar, wir kommen noch in die nächste Runde und starten dann wieder mit der Beerus Rotation. Bisher war alles clean und smooth. Vielleicht hätte Vegito Blue eine Attack mehr machen können in der zweiten Runde, was aber ja halb so wild war. Und Vados hätte Vados nicht gedodged am Anfang, wäre ich einfach tot gewesen. So sieht das Ganze doch ziemlich solide aus. Wir finishen dann hier auch Devilman. Der hat so gut wie kein Leben mehr. Ich probiere die Orbs, same Typen Orbs einzusammeln für die Dokkan Attack, damit wir die bald haben und nicht allzu lange brauchen. Ja, das war eigentlich die Strategie.
Strategie war dodgen und so viel Schaden wie es nur geht rauszuhauen, damit wir die Units so schnell es geht auch finishen können. Und das ist quasi der Plan. Wer mich am meisten überrascht hat oder welche Unit ich am besten fand, schwer zu sagen. Ich glaube, Whis hat ziemlich gut Work gemacht. Varus war sehr, sehr gut. Physisch Vegito Blue war sehr, sehr gut. Sein Schaden war halt, genau an der richtigen Stelle angebracht. Jetzt sind wir natürlich im zweiten Fight drin. Wir müssen wieder gegen 4 Gegner fighten. Absolut nervig. Davor waren es 5, besser so gesagt. Wir hoffen einfach, dass Whis dodged. Ja, erste Attack schon mal nicht gedodged. Ich habe gedacht, gut, das war's jetzt wieder mit mir. Hat aber nochmal Glück gehabt, dass er die restlichen Attacks dodged. Wir sealen den Tech. Wie heißt denn der? Ihr wisst schon. Wir sealen einfach den Tech irgendwas. Ein Papa oder wie der heißt. Damit Beerus keine Super Attack als First Hit abbekommt. Für Beerus ist es wichtig, nicht gesuper Attack zu werden, sonst sind wir einfach tot. Wenn Beerus einen Super Attack abbekommt, sind wir tot. Sowas von. Und probieren den AGL ein bisschen rauszunehmen. Weskai auch ziemlich gut als Support. Zum einen kriegen wir die Crit-Chance, zum anderen haben wir den Tag in Defense-Buff und sie guardet nach der ersten Attack. Ja, damit haben wir den Guard drin. Healen uns dann wieder durch Whis hoch. Wir haben zwei Units, die uns healen. Einmal Whis, wenn er mit Beerus in der Rotation ist, durch die Links. Und einmal haben wir durch seine Passive, nach der Runde hielt sich Whis, wenn er mit der Inner Rotation mit Beerus war. Jetzt wieder eine knifflige Runde. Wir sind hier vorne mit SCR Goku. Zum Glück haben wir das Attack Lowering von Kibitokai drin. Und zum Glück dodged er das. Sonst wären wir Instant Rip gewesen. Ich bekomme 100k Damage, wenn er nicht dodged. Auch von Typ neutralen Attacks. Also Goku war schon eine Enttäuschung in den ganzen Runs an sich. Hier hat er dann doch zum Glück überzeugt in dem letzten Fight. Wir finishen Roshi nicht ganz. Ja, okay, was willst du machen? Er dodgt zum Glück nochmal die Super Attack, dodgt wieder 50.000 Attacks nicht. Vegito Blue finisht damit dann auch Roshi, der ist raus. Was okay ist, wir machen glaube ich nur ein SA. Ja, wir machen nur ein SA, reicht aber um Roshi rauszunehmen. Kriegen auch keine Counters. Ja, jetzt sieht es schon ziemlich kritisch aus. Wir haben fast kein Leben mehr. Nada niente Leben. Wir brauchen... Ich habe Kibito gar nicht eingesetzt gehabt in der Runde, ne? Oh. Deswegen auch die 80k und Co. Gut. Ja, okay. Wir setzen jetzt erst Kibito Kai ein und haben unser Attack Lowering. Aber Attack Lowering war drauf von Whis davor. Stimmt. Deswegen haben wir auch die ersten Hits und 3. Hätte 50k abbekommen. Hätte Whis nicht gelowert, dann wären wir sowas von tot gewesen. Gut. MVP Whis mal wieder. Wir lowern den SDR und wir sealen den SDR, müssen wir machen. Das hier ist jetzt einfach nur noch glücksbasiert. Das ist glücksbasiert. Wir kriegen den Dokkan-Mode von Whis. Ich glaube, ich habe sogar weggesehen dabei. Ja, wir kriegen den Dokkan-Mode leider auf Whis. Ich kann aber Beerus nicht First Load stellen. Wir wären tot gewesen gegen den SDR. Ich brauche aber auch die SA auf Whis, um den Grandpa Gohan zu sealen und einen Attack zu lowern, damit Beerus keinen Schaden bekommt von ihm. Das waren so Aspekte, die ich machen musste. Deswegen ist leider die Dokkan Attack auf Whis gefallen und wir healen uns auch nicht allzu stark, weil Whis macht ja nicht so viel Damage. Wir sealen aber hier Grandpa Gohan und Attack lowern ihn, was passt. Beerus seine SA auf den Int Master Shen. Das ist fein soweit. Oh, Additional wäre Pockers gewesen an dem Punkt. Ja. Ich wäre hier sowas von safe gestorben ohne das Attack Lowering und Co. Vor allem auch das Double Attack Lowering war wichtig. Sowas von wichtig. Gut, dann stunnen wir den Int hinten, kriegen nicht viel Schaden vom SDR, weil wir ihn ja Attack Lowered haben und überleben ganz knapp, kommen aber dafür dann wieder raus mit einem Heal von der Dokkan Attack. So, jetzt war eine Sache der Überlegung, ich muss irgendwie den SDR rausbekommen. Irgendwie muss ich den SDR wegkriegen oder ich habe Luck und ja, er supert mich nicht. Wahrscheinlich lag er es gesealed, lost. Ich konnte mich sozusagen auf den Tag fokussieren und musste mich um den SDR nicht kümmern, weil er gesealed war. Ja, wahrscheinlich musste ich hoffen, dass er nicht supert, wenn er gesealed ist. Perfekt. Das war ziemlich gut für hinten auch. Genau. Ich musste den Tag rausnehmen, damit Weskai hinten nicht Attacks abbekommt von dem Tag-Dude. Das war wichtig. Kriege ich noch eine SA hin von Vegito Blue? Dann wäre er MVP. Ja, macht er. Genau, Vegito Blue kommt genau dann rein, wenn es wichtig ist. Die zwei Attacks
Super Attacks auf den Tag, um ihn zu killen, waren sowas von wichtig. Damit hatte Weskai auch keine Probleme, weil sie den ersten Attack abbekommt, der eh Guard eine Rolle spielt oder wo sie eh im Typen Vorteil ist, so gesagt. Und damit sind wir dann auch, ja, würde ich sagen, safe durchgekommen. Wenn wir hier jetzt nicht gesupert werden von Grandpa Gorn im First Slot, sind wir durch. Wir machen den Active Skill mit Beerus, einfach nur, damit wir nochmal ein bisschen mehr Leben haben und uns auch ein bisschen, ja, standhafter gegen Grandpa Gorn wehren können. Wir finishen ihn wahrscheinlich sogar davor, ja, durch seinen Active Skill. Er wird jetzt Hypes Effective, wenn er seinen Active Skill macht. Deswegen, da müssten wir ihn rausnehmen. Und dann gehen wir in den letzten Fight. Bei mir war es meistens so bei den Runs, ich habe zwar den ersten vielleicht gut überlebt, bin in den zweiten reingegangen, direkt First Round gestorben. Ah, ich gebe ihm nicht mal eine Super Attack. Okay, verständlich. Wir nehmen den Heal mit. Ich probiere, glaube ich, den Heal mitzunehmen. Den Heal von Whisom Beerus. Und danach nochmal von Kibito Kai. Damit wir dann auch wieder in die Whisom Beerus Rotation starten können. Ich hatte so das Gefühl, die Whisom Beerus Rotation, um damit in den Fight reinzugehen, ist die beste Rotation. Meiner Meinung nach. Ja. Dann können wir hier auch nochmal schön die Orbs einsammeln, uns mit den Orbs healen. Ich schaue, dass ich die größtenteils überlasse. Dann nochmal den Int-Orb nehme. Genau richtig. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, das ist nach eingesprochen. Also ich spreche es gerade ein, nachdem ich den Run schon aufgenommen habe. Deswegen, ich kann mich nicht mehr an alles komplett erinnern. Es ist, glaube ich, jetzt schon auch schon eine Nacht vergangen dazwischen, wo ich den Run gemacht hatte. Aber sie. Bisher lief alles ganz gut. Jetzt kommen wir in die Beerus und Whis Rotation rein mit Weskai on Rotation und müssen jetzt einfach nur hoffen, dass die Sterne gut stehen. Ja, war doch schon schwieriger als gedacht. Hinten sind wir safe. Weskai guardet alles. Wir haben 318k Leben, was sehr, 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 sehr gut ist. Durch den Heal, vor allem auch durch Beerus und Whis. Der Heal war mächtig. Wir müssen den Cien sealen und Attack lauern mit Whis. Und hoffen dann auf Beerus seinen Schaden. Um den, ich glaube, haben wir den physisch angegriffen? Oder den Tech? Ich glaube, wir haben den Tech angegriffen. Eventuell mit einem Additional und Double Crit killen wir sogar den Tech, Yamchu. Natürlich tun wir das nicht. Wann tun wir nämlich wahrscheinlich Additional plus Critten? Genau, nie. Ja, wir haben einen Crit gemacht. Das war es dann aber auch. Haben den SCR-Tech sogar gedodged. Ja, warum nicht? Hätte auch in die Hose gehen können, hätte mich Yamchu hier geultet. Und dann ist Weskai hinten safe. Die ersten Attacks hat sie abbekommen von dem E-Typen ineffektiven Char. Damit garen wir alles. Haben auch die Defense geraced durch die Super Attack. Ja, das ist so quasi, der First Turn war schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt kommt es halt drauf an, wie läuft die Runde. Ich möchte hier persönlich den physisch, den Tech und den AGL rausnehmen. Fokussiere mich auf den physischen, da ich E-Typen-Vorteilschaden habe durch Esther Uigoku. Ich schätze, dass Tech Vegito Blue ihn rausnehmen kann. Muss aber nicht. Und dann zum Schluss mit Varus ziehen wir nochmal Chaozu. Ich hoffe einfach, dass Chaozu nicht Vegito Blue ultet. Wären wir hier geultet worden auf Vegito Blue, wären wir wahrscheinlich tot gewesen. Egal von wem. Ja, ich würde sagen, egal von wem. Ja. Weil keiner von denen ist in Tech gelauert. Also da hatten wir ein bisschen Glück. Ein bisschen arg Glück, dass wir nicht gesuppert wurden. Aber ey, ich sag's mal so, bevor wir auf physisch Vegito Blue gesuppert werden, werden wir auf STRUI gesuppert und sterben da. So ist es bei mir im Durchschnitt ausgegangen. Gut, da hatten wir ein bisschen Luck. Dodgen halt ein, zwei Attacks, nicht halb so wild. Uigoku dodgt dafür den Rest. Ja, wenn Uigoku mehr Attacks dodgen würde, würden wir auch die Gegner schneller killen. Denn wir kriegen ja auch unseren Attack- und Defense-Buff. Wir machen sogar 2 SAs. 2 SA critten leider nicht. Crits wären hier wichtig gewesen. Halb so wild. Wir critten dafür auf den Counter. Umso besser. Ja, wir critten. Ja, Krillin ist fast raus. Nur durch die Counter und die 2 SAs. Hätten die 2 SAs noch gecrittet, dann wäre Krillin sowas von raus gewesen. Schade. Mit Weskai und Rotation vielleicht. Überleben das Ganze aber. Ja, 200k Leben haben wir noch. Wir haben jetzt Weskai, Kibito. Wir haben Kibito Kai on Rotation. Nehmen auf jeden Fall mal den Attack and Defense Lowering Buff für alle Gegner mit. Haben dafür auch noch einen garantierten Stun für 2 Runden. Also, da sieht schon gut aus.
meiner Meinung nach, alle Attack gelowert. Wir können jetzt auch der Sache angehen, zu sealen. Wir wollen den STR Tien wieder sealen und Attack lowern, damit Beerus den First Hit wieder tanken kann. Dann nehmen wir Krilline raus. Und zum Schluss, ja, stunnen wir Yamchu. Yamchu werden wir eh nicht killen. Und Chaozu ist gesealed. Also, wir gehen in die nächste Runde rein und nur noch Chaozu kann eine Gefahr sein, wenn wir gesupert werden. Aber wir haben ja SRUI, der niemals von AGL-Typen geultet wird. Verspreche ich euch. Kappa. Wenn er einmal von einem AGL-Typus geultet wird, ist der Run vorbei. Gut. Ja, Whis hat mich nicht enttäuscht bisher. Der Dodge, der erste Dodge ist immer ganz wichtig, damit wir auch ein bisschen mehr Defense haben. Der Defense-Stack gilt ja immer für eine Runde. Beerus-Sill nimmt Krillin raus. Damit sind wir dann auch hier ein bisschen sicherer. 17k trotzdem, obwohl Double Attack Lowering und Seal und Co. Ja, 17k. Nimmt man mit. Ist okay für Beerus. Ist okay. So, jetzt drei Gegner noch übrig geblieben. Wir sind in der Vegito Blue Rotation. Ah, Tien ist da. Yamchu ist da. Yamchu ist gestunt. Also bei Yamchu kann ich mir sicher sein, ich werde hier nicht sterben. Wenn AGL Chaozu probiert mich zu ulten, bin ich tot, wenn ich den Hit abbekomme auf SRE. Das ist sicher. Also, hier muss ich einfach Glück haben, dass Uigoku dodgt. Egal, was jetzt passiert. Ich gehe auch auf den AGL Chaozu. Gehe ich da... Nee, ich gehe nicht mit Physisch Vegito Blue drauf. Ich gehe mit Physisch Vegito Blue auf den Tien, damit Tien mich hier nicht super attacken kann, ulten kann, was auch immer. Und der STR Tien ist gesealed. Also Vegito Blue kriegt einige Counters da hinten raus. Physisch Tien hat 40% Attack Lowering, kann nur Normal Attacks machen und kriegt die Counters ab für ein physisch Vegito Blue. Deswegen war ich mir da ziemlich sicher. Wir nehmen den AGL Chaozu raus. Wir nehmen den Yamchu raus. Vegito Blue dreht dann noch ein bisschen auf. Macht noch eine SA. Macht noch eine SA. Und damit beendet er natürlich dann auch den Run und macht den Sack zu. 3 SA von physisch Vegito Blue. Und dann kommt noch der Counter hinterher. Ein Crit Counter mit 750k. Und das war es dann auch. Physisch Vegito Blue, eine Legende für sich. Hat er schön den Run zu Ende gebracht. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Das war der Ram of Gods No Item Runner für Extreme Super Battle Rodo. Ich hoffe, es konnte euch vielleicht ein bisschen helfen und hat vielleicht Spaß gemacht, wie lucky ich war. Neuer Rekord. Das war's von mir. Ciao, ciao. Haut da rein.